Hallo, ich bin der Willi Magreiter. Ich bin der Chef und der Gründer von WUG Surfboards. Surfboards bauen wir in Salzburg, in Grödig. Und das Schöne ist, wir machen es in Holz. Wir stehen für Surfboards, die in einer gewissen Nachhaltigkeit gebaut werden. Wir legen extrem viel Wert auf das, dass sie langlebig sind. Doch macht mit Mitarbeitern, die Freude haben am Bauen, wo wir alle in der Community gut verwurzelt sind, wo wir Spaß am Surfen haben. Und wir versuchen einfach, die Surfboards weiterzuentwickeln, sei es jetzt fürs Riversurfen, aber auch genauso fürs Meer. Die Idee ist vom Almkanal ausgegangen, von meinen Freunden. Die haben da schon gesurft, da habe ich noch nicht einmal so gesurft. Und das war eigentlich voll lustig, weil die wollten eigentlich stabilere Boards haben. Dann habe ich mit meinen Freunden hingesetzt und haben wir Boards entwickelt. Das hat natürlich nicht von einem Tag auf den anderen funktioniert, sondern das hat über Jahre hat das gebraucht, fast 2 Jahre, bis wir da richtig gute Boards gebaut haben. Der internationale Durchbruch war eigentlich das über Instagram, dass der Boardporn, das ist der weltgrößte Surfboard-Blog, auf uns aufmerksam geworden ist, und der hat die Fotos von unserem Instagram-Account gepostet, und dann haben die Reaktionen natürlich gleich hochgegangen und jeder gesagt, so wie gibt es das, dass jetzt in Österreich da Surfboards gebaut werden, die so einzigartig sind, dass das ein anderer noch nie gemacht hat. Und das hat uns natürlich international auf ein neues Level gekommen. Das ist vorher nicht möglich gewesen. Also das Internet ist ganz wichtig bei uns, und es ist auch, das bringt uns der internationalen Gemeinschaft und Klientel viel näher, weil wir können über FaceTime und Skype und WhatsApp und Instagram, du interagierst mit den Kunden sehr direkt, sehr persönlich, sehr intensiv. Je besser die Übertragungsrate ist, umso schärfer sind die Bilder, die natürlich ankommen. Okay, FaceTime, du siehst die Holzmaserung, du siehst das alles ganz genau, und das macht es halt nachher auch aus. Super Holzlieferanten, die da lokal sind. Wir haben unsere Dienstleister mit Salzburg AG, die uns nicht nur mit Strom und Internet versorgen. Das taugt uns natürlich schon auch. Aber wir wissen auch, dass wir das Internationale auch brauchen. Natürlich geht es ohne Internet auch, aber nicht in der internationalen Reichweite. Ja, also es ist natürlich, dass wir da am Almkanal erstens die Firma haben und dann nur 2 Kilometer vom Almkanal entfernt sind. Es laufen die Surfer permanent zu uns her, fragen, können wir ein Wachs haben, können wir Finnen haben, darf uns das reparieren oder einfach auch nur einen Kaffee trinken oder ein Board bestellen. Und das ist auch ganz wichtig, weil die wollen sich auch austauschen, und wir brauchen auch die Community, weil wir entwickeln ja auch die Boards mit unserer lokalen Community da. Wir haben alle Boards am Almkanal am Anfang entwickelt. Der mehr haben mir mal gefragt in Kalifornien, wie wir jetzt da innerhalb von 1-2 Jahren so viele Boards entwickeln können, wie das geht. Dann sage ich, ja, mit dem Almkanal haben wir wie Laborbedingungen. Die Welle läuft Tag und Nacht. Und das Ding ist einfach, die Zeit, die du effektiv am Surfboard stehst, wenn ich da eine Stunde surfen gehe, dann stehe ich eine Stunde am Surfboard fast. Das heißt, wir haben in ganz, ganz kurzer Zeit ganz viel entwickeln können, und das war der Riesenvorteil, warum unsere Boards, sage ich jetzt, nicht nur vernünftig ausschauen oder nett ausschauen, sondern auch richtig gut gängen. Und das schätzt die Community auch, und dass die halt auch voll eingebunden ist. Und das ist, dieser Bezug ist da ganz wichtig. Ich glaube, mittlerweile kommen uns echt aus der ganzen Welt zu uns her nach Grödig und suchen sie Holz aus, Boards aus. Sie wollen das sehen, sie wollen diesen Charme, das Lokale da sehen. Und die finden das nachher natürlich auch spannend, weil die sagen, ey, das gibt's gar nicht. Da surfen am Almkanal, nein, mit dem hat er jetzt nicht gerechnet. Gell? Und das sind aber solche Geschichten, wo ich sage, genau deswegen macht man es.